Five Gaps, also ein Smart City Projekt, heißt Access to Public Spaces mit dieser Technologie. Und was wir im Prinzip machen wollen, ist, im großen, ultimativen Sinn, also bis zum Ende des Projektes in dem Maße, das wird dann Ende 2024 sein, wollen wir kleine Testfelder, am besten in der Innenstadt Hannovers, aussehen lassen, wie, ja, sagen wir, wie in Minecraft. Also stellen Sie sich vor, wir haben die Stadt in einem kubischen System untergebracht, was da unter anderem auch so aussehen kann, also hier Richtung Ernst-August-Galerie. Und was wir damit vorhaben, ist folgendes. Wir wollen eigentlich jeden Würfel, den Sie da jetzt haben, natürlich eine gewisse Position zuordnen, damit man weiß, wo er ist, aber auch gleichzeitig eine Eigenschaft, die sich zeitlich verändern kann. Und das dann für unterschiedliche Anwendungen, dass man sagen kann, okay, ich habe hier Würfel Y, der kann jetzt beispielsweise den Zustand belegt haben. Da kommen wir schon so Richtung Parkplatzmanagement. Ist da einer drin? Ist da keiner drin in der Parklücke? Auch für die Logistik dann interessant. Georg? Ja? Georg, du bist tatsächlich ein bisschen schlechter zu verstehen jetzt. Manche Wörter gehen ein bisschen unter. Ob du versuchst, okay, ein bisschen lauter noch zu sprechen? Ja, natürlich, sehr gern. Verzeihung deswegen. Aber dann können wir dann ja gleich nochmal die Fragen dazu stellen. Also, um hier nochmal, also wir haben halt diese verschiedenen Würfel und sie sehen dann im Grunde eigentlich tatsächlich genauso aus. Ne? Wir haben eine gewisse Dimension dieser Sachen. Und wenn wir jetzt Hannover damit komplett ausstatten wollten, mit der Minimalgröße, die wir anfallen, das sind 10 mal 10 mal 10 Zentimeter, dann haben wir 19 mal 10 hoch 12 Cubelets. Wir nennen die Dinger Cubelets und nicht einfach nur Würfel. Das wäre ja einfach. Keine Ahnung, welche Vorstellung das ist, also 10 hoch 6 ist ja eine Million, dann sind 10 hoch 12 eine Million Quadrat oder so. Auf jeden Fall etliche, wir wollen aber natürlich nicht Gesamt-Hannover damit belegen, sondern erstmal wirklich nur prototypisch Teile der Innenstadt, aber davor erstmal halt auf dem Messegelände hier, wo es eben auch ein 5G-Gelände gibt, anpassen. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass wir nicht für alle Anwendungen diese mini-kleinen-Cubelets brauchen, also Mikro-Cubelets, wie wir es nennen, sondern manchmal reicht es halt auch aus, wenn wir uns zum Beispiel so einen Parkplatz anschauen, ein Makro-Cubelet zu erstellen. Das heißt, ich muss ja nur wissen, ob dieser Parkplatz jetzt belegt ist oder eben nicht. So, und dann brauche ich da nicht 18.000 Würfel drin, sondern eigentlich nur einen, wo dann drin ist, okay, wird erkannt durch Sensorsysteme, also das kann eine Stereokamera sein, das kann LiDAR sein, je nachdem, was man dafür für eine Anwendung braucht. Können auch Thermokameras sein, wenn es dann um Brände tatsächlich geht, innerhalb von Gebäuden. Genau, das da müssen wir halt einfach die Größe variieren können und da kommt es dann halt tatsächlich auch irgendwann dazu, wenn man halt 19 mal 10 hoch 12 Würfel hat, dass man das nicht mehr händig macht, sondern da auch KI-basiert, also man dahinter steuern muss, um das Ganze tatsächlich zu bewerkstelligen. Und wie sieht das dann im echten Leben aus sozusagen? Ungefähr so. Also wenn Sie das mal visualisiert haben wollen und so weit sind wir tatsächlich schon im Projekt, also es gibt eine zentrale Plattform, die die Sensordaten aufnimmt, verwertet und eben in eine Cubelet-Welt überträgt. Und das sieht man jetzt hier. Das ist eine Live-Aufnahme aus Linden-Nord. Live-Aufnahme, aber eine Aufnahme aus Linden-Nord, die jetzt quasi verkubiziert wurde mit unterschiedlichen Eigenschaften. Also wir haben in Rot die Personen, alles in Lila-Violett ist Straßen- bzw. Gehweg, Ampelsysteme, Vehikel, Gebäude und so weiter. Das kann man dann halt entsprechend auch da schon mit Eigenschaften versehen. Und was wir auch mal gemacht haben, mal sehen Sie hier einen Kollegen aus dem Projekt in seinem Homeoffice. So. Das ist nicht einfach nur grob verpixelt, das muss so sein. Das sieht immer ein bisschen komisch dann aus. Ich hoffe, das Video läuft einigermaßen flüssig, aber er hat hier nur eine Stereokamera genommen und die Daten, die von dieser Kamera kamen, tatsächlich in diese Cubelet-World transformieren können. Und das ist extrem wichtig, weil Sie können sich vorstellen, wenn man jetzt die Innenstadt damit ausleuchten möchte, dann braucht man extrem viele Sensor-Anlaufstellen, überhaupt dafür Sensoren. Und wenn man dann Richtung LiDAR zum Beispiel geht, wird es auch ganz schnell ganz teuer. So, wenn das aber schon mit einfacher Anwendung wie so einer Stereo-Kamera funktioniert, dann haben wir an dieser Stelle schon echt gut gewonnen, weil wir dann auch günstigere Systeme nehmen können, um eben diese Informationen zu extrahieren. Wie kann das weiter aussehen? Ich hatte schon das Thema Parkplatz angesprochen. Wir haben jetzt hier auch wieder eine verduplizierte Welt, wo es einmal natürlich die Wagen gibt, die hier in diesem
zum Beispiel erstmal so als Kontrast zu den großen Cubelets, die man hier in Rot sehen kann, wo es halt wirklich einfach nur um den Parkplatz geht. Also wir können hier tatsächlich einfach verschiedene Größen anwenden und da verschiedene Anwendungen auch fahren. Und verschiedene Anwendungen sehen wir jetzt auch. Also ne, wir können das ganze Ding natürlich auch für die Logistik nehmen. Wir können damit indoors auch AR- und VR-Anwendungen ansteuern. Wir können natürlich auch Produktionshallen damit ausstatten. Und das ist jetzt vielleicht, wenn man sich so Parkplatzmanagement anschaut, ne, das könnte man doch auch in 2D lösen. Ja, wenn man aber jetzt zum Beispiel so möchte wie automatisierte Drohnensteuerung, aber wenn zum Beispiel um Medizinlieferungen innerhalb der Stadt, dann brauchen wir natürlich die dritte Dimension. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie müssen solche Cubelets aussehen? Ne, wenn jetzt ein windiger Tag ist und ich habe meine Flugroute, kommt ein Baum reingeweht in die Flugroute, dann muss ich natürlich in Echtzeit irgendwie für ein Rerouting sorgen, dass die Drohne entweder links dran vorbei, rechts dran vorbei, oben dran vorbei, unten dran vorbei kommt und natürlich auch den gesamten anderen Drohnenverkehr mit berücksichtigt. So, jetzt die Frage, wo kommen Sie denn ins Spiel? Also wir haben jetzt mit der 01 hier 5G OCaps, das ist diese Grundplattform, die man dafür benutzt. Das ist die Übersetzung von den Sensordaten in diese Würfelwelt. Wir hatten das jetzt das Thema Navigation, Flächennutzung, Mixed Reality hatte ich auch angesprochen. Aber das ganze Ding soll eigentlich eine Open Innovation Plattform sein. Das heißt, wir stellen diese Basiskomponente, diese 5G OCaps zur Verfügung, setzen darauf natürlich schon ein paar Anwendungsbeispiele, aber es soll dann halt so weit gehen, dass auch Sie als Unternehmen, als Entwickler, als Normalbürger, das klingt immer ein bisschen gemein, aber nicht missverstehen, einfach nutzen können, indem Sie A, selber Anwendungen darauf programmieren, sei es in Ihrem Unternehmensumfeld, sei es tatsächlich für Ihren Einzelhandel auch in der Innenstadt, oder B, auch das ganze System mit Daten versorgen, weil irgendwo muss es herkommen. Ne? Also wir können jetzt natürlich die Superüberwachung in der Innenstadt Hannovers zum Beispiel machen oder halt auch noch Wettergelände. Aber es gibt natürlich auch Daten, die von woanders herkommen. Zum Beispiel aus dem Smartphone, wenn wir sagen können, okay, in der Innenstadt ist gerade eine Demonstration oder ein großes Event, fahren Sie lieber nicht da lang, weil es ein riesengroßer Massenaufschwung ist. Sowas können wir dann natürlich auch in Echtzeit entwickeln und noch viele andere Sachen. Das sind die Leute, die daran arbeiten. Das ist eine ganze Menge, hat auch Sinn und Verstand, weil wir brauchen natürlich Grundlagenforschung, was die Pure-Plattform an sich angeht, aber natürlich auch die Anwendungsgebiete und den Transfer, den wir mit Hannover und Post natürlich auch machen möchten.